Vom 2. bis 3.10.2018 unternahmen wir eine Reise nach Tirschenreuz und die Oberpfalz. Dabei sahen wir trotz des stürmischen und herbstlichen Wetters die eine oder andere Sehenswürdigkeit. Hallo miteinander und herzlich willkommen. Heute will ich den Schwarzberg besteigen. Der ist hier relativ nahe bei der Straße, ist also keine große Sache. Aber der Berg ist immerhin über 700 Meter hoch. Heute ist es nass, kalt und stürmisch. Es sind gerade nur noch so 6 bis 7 Grad. Schneit fast. Ja, jetzt bin ich schon in der Gipfelregion. Man sieht hier wenig, hat wenig Aussicht, alles ziemlich flach. Jetzt muss ich bloß noch den Gipfel finden. Das ist manchmal wie Geocaching. Und schon habe ich den Gipfel des 704 Meter hohen Schwarzberg bestiegen. War also sehr harmlos hier. Trotzdem, Peak ist Peak. Wieder einen eingesammelt, habe ich jetzt schon weit über 200 mit Peak Hunter eingesammelt. Ja, jetzt geht's zurück zum Auto. Das war jetzt wirklich so ein Berg im schnellen Vorbeigehen, weil wir ja ohnehin nach Tirschenreuth fahren und dort eine Nacht verbringen. Da geht es ja morgen auf einen winzigen Tauschtag. Da wurden wir eingeladen, weil der Vereinsvorstand da so nett war, haben wir gesagt, fahren wir hin. Und hier Burg Feigenstein im Waldnabtal. In Tirschenreuth. Kirche von Tirschenreuth. Heute besteigen wir den Schwingenberg. Das ist dann die erste Besteigung. Meine Frau ist ganz begeistert, die begleitet mich heute. Aber wenigstens ist das Wetter heute schöner als gestern. Jetzt geht schon zum Gipfel hoch. Ein paar Höhenmeter müssen wir noch überwinden, dann haben wir es geschafft. Ja, jetzt haben wir den 535 Meter hohen Schwingenberg bestiegen. War wieder eine ganz schwere Bergbesteigung. Jetzt geht's zurück zum Auto. Hier ist ein Wespennest, das sollte man noch tunlichst nicht reinsteigen. Ich glaube, da wären die ziemlich sauer. Endlich sprießen doch mal ein paar Pilze heraus dieses Jahr. Ansonsten war es für Pilze viel zu trocken.